Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Adalbert Stifter, der alte Stein. Vor meinem väterlichen Geburtshause, dicht neben der Eingangstür, liegt ein großer, achteckiger Stein von der Gestalt eines sehr in die Länge gezogenen Würfels. Seine Seitenflächen sind roh ausgehauen, seine obere Fläche aber ist von dem vielen Sitzen so fein und glatt geworden, als wäre sie mit der kunstreichsten Glasur überzogen. Der Stein ist sehr alt, und niemand erinnert sich, von einer Zeit gehört zu haben, wann er gelegt worden sei. Die urältesten Greise unseres Hauses waren auf dem Stein gesessen, so wie jene, welche in zarter Jugend hinweggestorben waren und nebst all den anderen an dem Kirchhofe schlummern. Das Alter beweist auch der Umstand, dass die Sandsteinplatten, welche dem Steine zur Unterlage dienen, schon ganz ausgetreten und dort, wo sie unter der Dachtraufe hinausragen, von den herabfallenden Tropfen mit tiefen Löchern versehen sind.